willkommen bei Ihrem Qualitätsübertragungssystem. Bitte entschuldigen Sie, dass solches Internet hintern internationalen Standards zurückbleibt. Ja, das ist ein N zu viel. Das finde ich aber auch gut. Hintern ist sehr schön. Weil das ist nämlich gerade genau dafür. Oh, und ich habe erst gedacht, das gleicht wieder bei dir, weil das hattest du ja schon mal, dass du so schlecht zu hören warst. Ja, das ist richtig. Und dann auf einmal merke ich, du reagierst nicht mehr. Dann meine Frau rennt hier rum, weil im Kinderzimmer die Alexa nicht mehr funktioniert. Das Hörspiel ist aus. Sie sitzt drüben und zockt halt an der Konsole, weil wir haben nämlich heute die neue Xbox bekommen. Oha. Ja, wir haben uns aber nur die S gegönnt. Weil die X kriegt die auch nirgendwo mehr und die S reicht vollkommen aus für das, was wir machen. Also sie spielt drüben ein bisschen Fortnite und Minecraft und so ein Gedöns, ne? Und ganz ehrlich, wir brauchen keine 4K-Leistung, wir brauchen kein Laufwerk, weil wir alles digital erwerben. Ich kenne mich mit Konsolen sowieso nicht aus, also... So, ne, so allgemein gesagt. ABC, keine Ahnung. X-Base ABC, sehr schön. Die ist dann heute angekommen. Die konnte ich auch nur holen, weil ich tatsächlich meinen PC gerade abgezahlt hatte und ich deswegen eine neue Ratenzahlung vereinbaren konnte über die Xbox. Da zahle ich dann jetzt erstmal das nächste halbe Jahr wieder monatlich meine Gebühr. Okay. Ja, von so Gebühren versuche ich mich meistens fernzuhalten. Ja, ist halt ein Ratenkauf. Anders hätte ich mir die nicht leisten können. Mhm. Ich bin aber auch sehr, sehr vorsichtig. Ich mache Ratenkauf auch grundsätzlich immer nur dann, wenn ich auch in der Lage bin, diese Raten zu bezahlen, wenn ich nicht arbeiten sollte. Ne? Also, dass ich schaue dann, dass ich so wie jetzt in dem Fall, dass man so 20, 30 Euro Raten im Monat hat. Nur. Mhm. Ne? Also, das sind so Punkte, die dann für mich schon wichtig sind, dass ich halt nicht in irgendeine Schuldenfalle gerate dadurch. Und ich mache das auch nur, wenn ich dann weiß, okay, es gibt einen bestimmten Zeitraum, da oben war ich schon. Oh, okay. Das ist ein bestimmter Zeitraum, in dem ich einfach auch nicht zu lange, weil ich will nicht 5 Jahre an irgendwas abzahlen. Mhm. Was dann eventuell nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, du willst doch jetzt nicht runterspringen, oder? Man kann da runterspringen. Warte, ich speichere. Dann will ich auch springen. Oh. Wo bin ich? Also bei mir bist du tot. Oh, ich bin tot. Sekunde, gibt's... Hab ich... Ich zoome mal ein bisschen, ich schau mal. Da unten ist auch nichts. Kannst du mich... Hast du mich hochheilen? Nee, ne? So Healing Word oder so? Okay, das ist ein Instant-Tod da unten. Das ist einfach so ein Bereich, da ist man tot. Lächerlich. Okay, ich glaube, du kannst laden. Lächerlich. Ich becher mich weg. Ich weiß nicht, Inga, bist du wieder da? Bist du auch wieder dabei? Muss mal eben schauen, ob wieder alle wieder da sind. Okay, irgendwie kommt da nix. Mal schauen. Nee. Ist nicht wieder da. Ich guck gerade, wer alles bei mir im Chat unterwegs ist. Das gefällt mir nicht. Achso. Meine Nachrichten werden auch nicht versendet. Das ist immer gut. So, egal. Dann gehen wir wieder raus. Ich laufe natürlich durch die Säure. Gab es denn nicht noch irgendwo diesen Untergrundbereich?
Welchen Untergrundbereich? Oder war das unter der Taverne? Das war unter der Taverne. Okay. Beim brennenden Haus. Ich will nur hier noch ein bisschen, so ein bisschen die Karte aufdecken hier vorne. Weil wir dann... Aber warte mal, hier, die haben wir schon geplättet, ne? Die hatten wir schon, ja genau. Einfach damit sie aufgedeckt ist, hier ebenso, ne? Bevor wir jetzt gleich eben die Rast machen. Ich finde es immer so schade, wenn dann so ein schwarzer Fleck irgendwo noch zu sehen ist auf der Minikarte oder auf der Karte generell. Kennt man, ne? Mhm. Guck mal, dann haben wir den ganzen Bereich jetzt aufgedeckt. So, dann rasten wir jetzt erstmal eine Runde. Bevor wir die Karawanen-Schatulle, bevor wir die jetzt... Warum? Hm, warum nicht? Okay. Oh, er lässt sich nicht hocken. Frechheit. Ah, sehr schön. Aber jetzt zeigen wir da auch gerade da erst wieder, dass ich wieder live bin, richtig. Egal. Ich schicke uns ins Lager. Da hat jemand Redebedarf. Ich habe seinen Namen vergessen. Gail. So, ich habe seinen Namen vergessen. Gail heißt er. Wie gut, dass der Name über ihn steht. Spare me a moment. Please. I have something important to discuss with you. We've been traveling together for a while now. I think it's safe to say we don't always see eye. Ich glaube, der will mir jetzt seine Sucht gestehen. Necessity compels me to set aside my reservations. I have no choice but to speak. Das ist auch so schön vertrauenswürdig. Ne? Wir reisen jetzt schon lange zusammen. Aber leider bin ich jetzt gezwungen, das zu sagen. Nicht, weil ich euch vertraue oder so. Na gut, wir haben ihn noch nie mitgenommen. Ne? Er hat gar keinen Grund, uns zu vertrauen. Good. Mm-hmm. Here goes. You see, I have a condition different from the tadpole, but just as deadly. The only way to appease said condition is for me to take powerful magical artifacts and absorb the weave inside. It's been days since I last consumed an artifact before we were abducted. It is time. By that I mean it's imperative that I find and consume powerful strands of wind at the earliest possible junction. Ja, wenn du es nicht machst? Katastrophe. Mehr nicht? Eine Katastrophe? Also, ich möchte das gerne genauer erörtern, was er denn für eine Katastrophe empfindet. Explodiert er dann? Ist er eine... Guck mal, das ist eine tickende Atombombe hier. Astoria möchte Blut saugen und ihr möchtet Magie saugen. Was kommt als nächstes? Der Geistzehrer. Oh, ist übrigens ein ganz toll bei Neverwinter Nights 2. Mask of the Betrayer ist total toll, weil da geht es nämlich um Geistzehrer, der Geister aufzehren muss, um zu überleben, ansonsten verzehrt er irgendwann sich selbst. We all have our eccentricities. Ours are just more eccentric than most. We've already done the finding, that one right there. Die Eisenflasche, das Schwert, ich gebe ihm das Schwert der Gerechtigkeit, oder? Das kann doch eh keiner von uns tragen. Musst du wissen. Weiß ich nicht. Ich kann ihm auch gar nichts geben und einfach abwarten. Ach so, meinst du das? Ich dachte, ich gebe ihm halt irgendwas. Einfach so, hier, du lungerst bei uns die ganze Zeit rum. Ja, hast ein Schwert, kannst dran nuckeln. Also irgendwie die Vorstellung, wie er also an dem Schwert nuckelt, um die Magie auszusaugen, finde ich gerade sehr toll. So ein Griff im Mund, so. Na dann. Ich weiß nicht. Ich kann halt gerade schlecht auf das Inventar zugreifen, oder? Kann ich das? Man kann mit einem anderen Charakter gehen und dann kann ich gucken, was ist das? Ja, genau, sehe ich auch gerade. Ja, hier kann ich eben reingehen. So, Schwert der Gerechtigkeit. Kann eingetaucht werden. Türschutz, Bandzauber des ersten Grades, Spalten. Waffenverzauberung plus 1. Die Eisenflasche, was ist denn das für ein... Wo ist denn hier eine Eisenflasche als magisches Gegenstand gelingen? Gedöns. Und warum kann der Kummer nicht auslutschen oder die Robe des Sommers?
Also Sorrow und beziehungsweise Kummer und Dingens habe ich dir jetzt gerade drüber gegeben und den Shattered Flail. Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay, dann hat er das noch gar nicht gesehen. Aber ich frage mich, welche Eisenflasche er meint. In meinem ganz tollen, mega aufgeräumten Inventar finde ich das nämlich nicht. Könnte es sein, dass er das mysteriöse Artefakt meint? Das kann natürlich sein. Das kriegt er nicht. Er könnte ja auch das Nekromantenbuch von Tai auslutschen, was so toll. Nee, ich gebe ihm nichts. Das Schwert brauchen wir noch für den Gifjenki. I will consume the magic inside, but it will save my life. Even if a plea, if you're not willing to part with this artifact, as luck would have it, Faerun is full of them, though I do, there'll be danger involved. All great cost. Ja, ja, komm, das ist mein zweiter Vornamen. Ja, ja, wenn ich jetzt nochmal mit ihm spreche, mal gucken, ob er die anderen jetzt aufzählt. Nee, es sind nur die beiden. Weil die müssen wahrscheinlich richtig stark sein, das ist halt das. Gierlappen. In Wirklichkeit verkauft er die doch. Er tut so, als ob er die auslutscht, gibt dir dann ein anderes Schwert dafür und macht einen Versandhandel auf. Okay, es kam keine Meldung, dass du wieder da bist. Ja, ich habe dir, ich habe dir bei WhatsApp geschrieben, aber die Nachricht ist leider noch nicht rausgegangen. Aber schön, jetzt weiß ich, dass du wieder da bist. Ich bin überladen, jetzt wieder wegen dir. Kein Ding. Kannst du einfach zurückschieben sonst. Ja, mache ich. Was ist das denn hier? Erhöht den Intelligenzwert des Trägers auf 18. Wer braucht denn hohe Intelligenz von uns? Ja, hatte mein Internet aus, mache ich immer abends. Achso. Gute Frage. Also eigentlich keiner, oder? Doch, warte mal. Astarion, sein stimmt. Magiewert ist doch 18. Bitte, jetzt hast du ein Stirnband für ihn, das seine Intelligenz auf 18 hochhebt. Damit sollte er etwas stärker sein. Ich bin jetzt aber erstmal dafür, dass wir handeln irgendwo. Yes. Fast Travel. Growth. Boop. So. Ist aber auch echt nervig, dass hier draußen dieses Schnellding ist und du nicht einfach innen drinne dann so, wo du hin willst. Mhm. Meinst du, das wäre eine gute Idee, diese Kiste hier mitten im Druidenhain aufzumachen? Selbstverständlich ist das eine gute Idee. Leute freuen sich doch. Natürlich, haben sie was zu tun, ne? Wir sorgen für Entertainment. Need anything else? Nee, ich brauche nichts. Ich möchte meinen Scheiß bei dir loswerden. Da, so ein Humpen, ein Holzlöffel, Eingeweide. Welcher Händler freut sich nicht, diesen Scheiß zu kriegen? Ich nehme mal Feinschärfer und so in Kit und Diebeswerkzeug nehme ich mal auch mit von ihm, ne? Dass du da immer wieder ein bisschen Nachschub kriegst. Ich weiß gar nicht, ob ich da welchen brauche. Nachschub? Also Astaran trägt gerade noch 13 Thieves Tools mit sich rum. Und einen Fallenentscheider. Oh, kann man nie genug haben. Da glaubt man dran. Da kann man nie genug von haben. Was ist das? Trank der Geschwindigkeit. Nee, nee, den verkauf ich nicht, aber den Schweinekopf kannst du haben. Nein, stopp, zurück. Trank der Unsichtbarkeit. Wein brauche ich nicht. Sumpfgrasbündel kann auch weg. Käse. Guck mal, Wein und Käse kannst du von mir haben. Aber das Gegengift behalte ich. Äh.
Einen Shattered Flail brauchen wir wahrscheinlich nicht, oder? Nö, die Robe des Sommers verkaufe ich jetzt, ne? Weil Resistenz gegen Kälteschaden und keine Rüstungsklasse brauchen wir nicht. Brauchen wir Sorrow? Nee, Speer brauchen wir nicht. Kannst du wegmachen. So Regentänzer, ist ein Kampfstab, macht Wasser erschaffen, noch zusätzlich. Das könnte man ja eventuell, ne? Um so ein paar Feuerflächen wegzumachen. Mhm. Das könnte man dann kaufen. Ach, und der ist auch noch mit dem Tauschwert bei mir. Ich kriege ja noch Geld drauf. So. Wait, ein Platinum-Coin ist eine Goldmünze wert. Was? Ich habe einen Platinum-Coin, der ist eine Goldmünze wert. Ach nö, warte mal, wieso sagt meine App jetzt schon wieder... Ich habe auch zwei Copper-Coins, die jeweils eine Goldmünze wert sind. Okay, wieso sagt jetzt übrigens meine App, Verbindung zum Chat wird wieder hergestellt. Willst du mich verarschen hier? Jetzt sag nicht, ich spinne schon wieder irgendwas mit dem Internet. Ne, okay, jetzt zeigt er mir das wieder an. Das ist so... Hallo, wo sind meine ganzen Informationen hin? Ach, welche diese Scheiß-App jetzt gerade, die spinnt jetzt schon wieder. Oh, ich kann gerade kotzen. Ich muss mal eben... Ich glaube, das ist gerade irgendwie ziemlich... Jetzt lädt sich das Ding wieder in den Arsch auf. Mal gucken, ob meine App auf dem Handy funktioniert. Mein Tablet spinnt wieder. Ah, jetzt fällt mir gleich alles runter. Nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Nixus Gutus. Auf so einen kleinen Bildschirm jetzt wieder umwechseln hier. Ja, ich bin live. Das weiß ich. Und das möchte ich auch. Oh, jetzt höre ich mich wieder selber gleich. Weil er natürlich wieder so blöd. Och man, wieso ist diese Technik so scheiße zu mir? Kannst du mir das mal sagen? Ich weiß es nicht. Da! Jetzt, ja! Haha! Das Tablet hat gesponnen. Jetzt sehe ich meinen Chat auch wieder. Aber leider ist der Inhalt wieder gelöscht. Frechheit. Naja. Weißt du, was auch vielleicht funktionieren kann? Was? Wir haben da so einen Soulcoin. Ja. Ich frage mich, ob er den aus dingensen kann. Ja, das wäre eine Idee. Oh, wow. Ja. Das wäre auch eine... Müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Geben wir mal das so... Das ist Mobbing. Ja, definitiv ist das Mobbing. Das Internet und die Technik mobbt mich. Kannst du mir jetzt im Inventar schmeißen? Hab ich. Ich bin soweit... Ach, ich bin nicht leer. Ich hätte ja noch... Willst Scheiß ja auch noch verkaufen können. Ich bin so blöd. Aber volles Rohr, ja, aber sowas von. Inga, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mitgekriegt hattest oder ob mein Internet da schon weg war. Auf jeden Fall habe ich dir gesagt, ich habe die Aktion für die Teeblätter eingebaut, dass man jetzt auch Sachen fordern kann, Aktionen, und nicht nur verbieten. Du hast gesagt, ich soll das machen, also habe ich es getan. Well met. Is there anything you need? I know it's drastic. We druids will be, as I said, they just aren't. Just some bits and bobs I no longer need. So, wir wollen ja eben hier, dass Will sein Scheiß ja auch noch los wird. Ja, habe ich gerade gesehen, voll cool. Ja, siehst du. Und auch da wieder, du musst dann Text reinschreiben. Ich verkaufe deine Druidenrüstung jetzt mit, ne? Oder möchtest du die wieder haben? Ja, ich glaube, ich brauche die nicht.
Gut. Ich muss ja mal eben Bescheid sagen, wenn ich fremden Scheiß verkaufe. Der Händler mag mich nicht so gerne. So war das. Ich schenke dem hier drüben, dem Schmied, gerade Gegenstände, damit er mir einen besseren Preis macht. Also so irgend so ein Schrott schenkst du ihm und damit du die Sachen besser... Ach ja, Kerzen, nimm. Komm. Er soll doch nicht dunkel werden in deiner Butze. Das kommt bestimmt auch bei anderen gut an. Ja, mit Sicherheit. Ne? Also das auch, wenn du Glück hast, so ein bisschen Räucherkerzen dazu, ne? So ein bisschen Duft. Ich hab den auf maximal Dingens. Ein bisschen Duft drauf und so, ne? Mm. Kerzen mit Furzaroma und so. Leider habe ich meine Dinge vorher bei ihm schon verkauft. Das war sehr intelligent. Total. Ich meine, ich spare immerhin noch Gold bei dem Quarterstaff plus 1, den ich jetzt kaufen werde. Also ja, ich habe extra dafür den Regentänzer jetzt geholt. Es sieht auch mega geil aus, der Stab. Muss ich sagen. Einfach damit ich Wasser erschaffen kann. Durch die Waffe. Nein, das sollst du nicht. Es ist so geil. Ich ziehe jede Fähigkeit zieht er mir unten in die Leiste rein. Alles Mögliche. Jetzt habe ich aber einen Stab, der sagt, eigentlich sagt Wasser erschaffen. Aber der Scheiß ist da nicht drinne. Wieso ist der nicht da drinne, der Scheiß? Oh, ich befürchte, das gerade hat sich überhaupt nicht gelohnt. Okay. Schellejak überschreibt das, oder? Ja, mit Sicherheit, weil du dein, weil du machst ein D8 mit... Nein, das ist Rosenduft und Glitzerstaub. Ja, das ist witzig, ne? Ich weiß nicht, Schellej sagt, was hat Schellej? 1D8 plus Wisdom. Da ist komplett egal, ob meine Waffe plus 1 hat oder nicht. Ja. Ich habe 1000 Gold verschwendet. Nein, der sieht schöner aus. Wir halten es einfach fest. Er sieht schöner aus. Er ist einfach polierter. Er ist schön. Der hat den Stab in der Hand genommen mit seinem Ledertuch und hat ihn ordentlich blank poliert. Ja. Okay. Astorian, how is the rat diet going? Ja. Warum laufen wir eigentlich raus, wenn wir auch die Schnellreise nutzen werden? Gute Frage. Stiegstraße. Du Sau! Was, wieso ich Sau? Also bitte. Wenn ihr lieber einen dreckigen Stab haben wollt, bitte, ist nicht mein Problem. Ich bevorzuge saubere Stäbe. So, und hier draußen machen wir die Kiste auf, oder? Ja, ne? Die ist verschlossen. Ich schieb die mal bei Astorian rein, guck mal, ob du die knacken kannst. Das da habe ich gedrückt. Unlock failed. Das ist nicht schön. Kannst du es nochmal probieren? Mache ich gerade, ja. Warum verbraucht er 2 Thieves Tools pro Versuch? Weiß ich nicht. Hier steht auf jeden Fall konnte nicht. So, jetzt nochmal, ne? Nee. Nee. Warte, ich speichere nochmal. Dann machen wir das ganz einfach. Aber warte mal, ich lasse Will mit einem Cantrip drauf schießen. Hier mit Eldritch Blast. Und jetzt. Wow. Ach, da ist die Eisenflasche. Ach, die meinte er. Ey.
die meinte er. Das ist so geil. Gail konnte, wusste schon, dass diese Flasche da drinne ist. Mhm. Wo hast du die hingepackt? In dein Inventar. Die untersuchen wir jetzt erstmal. Wow, sehe ich viel. Weißt du, was witzig ist? Ja. Das Spiel macht den Wurf tatsächlich falsch. Okay, weil? Es nimmt nicht die Schillerjagd 1d8 plus Wisdom, sondern scheinbar die plus 1 noch mit drauf und den Bonus zu konverten. Das heißt, die plus 1 ist dann noch mit drin. Vielleicht denkt sich das Spiel, die plus 1 kommt ja von der Waffe und weil du die Waffe verzauberst, ne? Aha. Das nenne ich mal schön. Ich liebe meine Aussicht gerade. Capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. Oh ja. Und die können wir jetzt freilassen. Ich frage mich, was passiert, wenn Gail die auslutscht. Lutscht er die Kreatur einfach mit aus? Ich würde beinahe vermuten, dass die Kreatur dann freigelassen wird. Also mitten im Lager? Also. Ja. Ja, das wäre mal ein Versuch wert, oder? Prinzipiell. Prinzipiell, aber ich glaube fast eher, dass die dann einfach nur... Pass auf, wir machen schnell. Ja, mein Gedanke ist, das ist ein magischer Gegenstand, der eine Kreatur fängt. Ja. Wenn der Gegenstand nicht mehr magisch ist, fängt er die Kreatur nicht mehr. Pass auf, wir gehen zurück. Ich würde dafür nicht den Tag beenden. Ich habe gespeichert. Wir laden danach wieder. Nicht den Tag beenden. Wir können auch hin. Ach ja, stimmt. Mach mal nein. Ich vergesse immer, dass ich Schnellspeicher machen kann, Schnellreise machen kann. Ich bin so blöd. Ich denke mal, das ist die einzige Möglichkeit, ins Lager zu kommen. Auf jeden Fall habe ich gespeichert. What's on your mind? Komm her. Ich habe ein magisches Artefakt. Ihm die Eisenflasche geben. Ich bin enttäuscht, wenn er die Kreatur mit auslutscht. Mhm. Machst du eigentlich auch hier mal ein Vorlese-Live? Ja, ich mache auch mal ein Vorlese-Live. Oh, hey, can you see, ne? I can feel the storm effect. It's hard to predict rather soon. And we'll need in the meantime. My thanks again. My lady? Nö. Nö. Es ist einfach weg. Ja, nö. Ich möchte lieber kämpfen. Lächerlich. Er hat denn das indrinnige gefangene Viech einfach mit der magischen Energie aufgesaugt. Weil wahrscheinlich denkt sich das Ding denn so, ja, in dem Moment, wo sie gefangen ist, ist das gefangene Kreatur Teil der magischen Einheit. Da würde ich auch gerne da sein. Ja, ich sage dir natürlich Bescheid, wenn ich mein Vorlese live mache. Ich habe nämlich tatsächlich vor, mein Buch zu lesen. Und dann vielleicht auch noch ein paar tiefgründige Worte darüber zu verlieren. Weil ich kann mehr als nur schlechte Wortwitze. Ja, sehr cool. Finde ich gut. So. Ach, ich habe da gespeichert, ne? Ich bin ja so blöd. Oder hat er die einfach wieder... Ach, er hat die wieder heile gemacht, oder was? Jetzt ist sie einfach offen. Jetzt ist sie wieder heile und offen. Das ist verwirrt. Das ist... wahrscheinlich, weil das Spiel das nicht... Das weiß ich, dass du mehr kannst. Ja. Wahrscheinlich ist das Spiel das nicht gewohnt, dass die kaputt gemacht wird. Wir ziehen den Stöpsel. Mach dich bereit. Oh, wie heißt der noch? Ist das ein Watcher? Nee, Beobachter. Doch.
Aber dass die so groß sind. Ich habe die kleinen, also laut der Beschreibung habe ich die kleiner im Gedächtnis, weißt Freundliche Viecher. du? Ja. Aber so aus der Beschreibung vom Monsterhandbuch hatte ich immer das Gefühl, dass sie etwas kleiner sind, weißt du? Sehr schön. Das waren 11 Schaden von mir und 13 von dir, ne? Möglich? Ja. Das gefällt mir. Nein, nicht sie. Ihn. Er hat den höllischen Tadel drauf. Ist der betrunken oder was passiert da gerade? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich das gerade nervt, dass ich jedes Mal, wenn ich lade, dass einer irgendwie eine Fernkampfwaffe in der Hand hat. Ich Wildshape auf jeden Fall. Er hat gerade Blut von dem getrunken. Lecker. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich nehme einfach mal das Rote. Toll, Ziel ist blockiert. Ich kann nicht ranstürmen. Jetzt. Fehlschlag. Mist. Das war klar, aber ich habe immer noch den höllischen Tadel auf ihn drauf. Wo willst du hin, du dumme Sau? Ja, der ist immun gegenliegend, das ist mir egal, aber ich mache Rammangriffe. Damit komme ich zumindest die Entfernung hin. Überbrücken. Dieser Eldritch Blast, ne? Oh, eben 20 Schaden. Wollte ich mal eben festhalten, ne? Ich bin paralysiert. Schmerzhaft. Ja, ich bin paralysiert. Ich kann meinen Zug beenden. Das war's. So, das sind nur die Beobachter. Jetzt stell dir mal einen Betrachter vor. Ja, okay. Ich will mich nicht beschweren über die 5 Schaden. Aber ich werde ihn jetzt nach vorne stellen, weil ich möchte, dass er einen Angriff abbekommt. Ich möchte gehauen werden. Komm schon. Schlag mich. Kratz mich. Gib mir Tiernamen. So. Er hat nichts, ne? Ich bin immer noch paralysiert. Ich glaube jetzt nicht mehr. Kommt, wir reiten davon. Folgt mir. Muh. Du dreckiger Schmetterling. Oh ja. I'm afraid you'll have to content yourself with vagrant Wie war chickens. das? Oh ja, lass uns schmutzige Sachen im Bett sagen. Oh ja, Abwasch. Ich würde mir die Wildform aufgeben. Ich gebe dir mal eine kurze Rast, ne? Was? Oder wolltest Wem? du dir, uns? Oder Sekunde, wir willst du brauchen dich, keine kurze nee, Rast. heilen, ne? Aber siehst du, guck mal, ich habe auch Space Slots. Lass mich mal machen. Gib mal deine. Millisekunden-Arrays. Ach so, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, halt du dir deine Space Slots für dich auf. Weil ich brauche meine Space Slots ja eigentlich nicht, weil ich ja Wild shape. Dann nutze ich meine immer zum Heilen. Haha, wollte ich gerade schreiben. Ja. Dann nehme ich meine halt immer zum Heilen, meine Space Slots, ne? Dann kannst du dir deine für Schadenszauber aufbewahren. Gib mir schmutzige Namen. Küche!
So, der ist durch und oh ja, das Spiel wieder. Okay. Wir wissen, der eine oben hat keine große Chance zu überleben, ne? Drowcraft Armor. Keep pushing! The Duke could be inside! Er kommt gleich! What in the hell's happened? Goblins happened, Will! Now make yourself useful! Push, damn it! Push! Oh ja, ich muss auf Stärke würfeln. Oh. Das ist ja auch so mein bester Wert. Natürlich. Ach komm, ich hab zwei Inspiration? Ja komm, dann würfel ich einmal neu. Und würfel gleich nur 20. Ja, stimmt. Aber wo habe ich den zweiten? Beide von da. Wir haben da zwei gekriegt und nicht nur einen. Was? Ich will noch mal so ein Buch. Scheiße, ist das geil. Ach, da hinten ist die Treppe. Ich wundere mich nämlich gerade, wo die Treppe hin ist. Haben sie das Haus länger gemacht? Nein, ne? Möchtest du da rein oder soll ich das machen? Bringt mir Whiteshape irgendwas? Womit ich schneller bin? Ich würde glaube ich nicht in Whiteshape reingehen. Nee, ne? Soll ich ihn holen? Ich versuche ihn zu holen. Mhm. Ich würfel auf Nachforschung. 15 ist das Ziel. Und ich würfel eine 18. Ich wollte gerade sagen, fick dich, aber... Kommt mit mir, folgt mir. Ende. So, raus hier, raus. Komm, komm. Baby. Burn. Komm raus. Kommt raus hier. Wir gehen jetzt raus. An illustration of a burning city introduces this book's frenzied summary of Etogard's recent history. People of the Start Coast, there is no cause for alarm. No doubt heard of the harrowing events that befell the city of Etogard. An entire city dispatched to the Helds. Perhaps you have also heard the deranged gossip and rumors that a similar cataclysmic atrocity may befall the city of Baldur's Gate. Have no fear. Gut, ne? Jetzt müssen wir aber erstmal hier hochkommen. Oder bist du da schon hochgelaufen? Ich habe versehentlich dieses Buch geschlagen und ist damit zerstört. Achso, ach, du bist schon da oben bei der. Ja, ist okay, okay. Dann brauch ich ja nicht hochlaufen extra. Dann kannst du sie ja rausholen da, ne? Wo ist denn? Da ist er, da ist er. Komm ja, bleib mal stehen, Kollege. My wife. She was wearing... Have you seen her? Ja, ja, wir gucken. Thank you. Wir gucken mal nach deiner toten Frau. Spoiler, sie ist tot. Du hast die schon rausgeholt jetzt, ja, ne? Ja, die Frau habe ich gerade gerettet. Ah, sehr schön. Auf dich ist ja auch Verlass. Ich habe Casefire gerade eingesammelt. Green blouse, brown hair. Auf jeden Fall hast du jetzt die Quest hier weitergemacht. Ach, dieser Stab ist super. Ich denke immer, über mir ist so ein Quest Ausrufezeichen. Und diese Figur, ne? Die finde ich halt irgendwie erschreckend und gleichzeitig genial. Ich weiß immer nur nicht, an wen die mich erinnert. Also jetzt nicht die Beraterin, sondern diese eine Wache halt, ne? Mhm. Genau die. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. Und die Stimme passt so überhaupt nicht zu dieser Figur. And you,
I must ask again for your aid. Die müssen sie etwas älter machen. Rescue Ravenguard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Oder wie siehst du das? Ich finde, das passt so überhaupt nicht. Die Stimme passt so überhaupt nicht zu der Figur. Hm. Ich weiß halt nicht, was jetzt irgendwie... Was gut wäre, oder was? Ist Ravenguard ein Mensch, der... ein Champion der Leute? Ja, komm, stell dich gut mit den Leuten. Das ist ja auch immer so eine Frage, willst du dich gut mit denen stellen? Du musst ja nicht immer deine Leute... Champion indeed. He's the invisible force holding Baldur's Gate together. An eine Schauspielerin, das stimmt. Ja. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted. Ja, das kann auch eine Schauspielerin sein, an die mich diese Figur erinnert. By the time aid arrives, it might be too late. You've the heart of a dragon and the will of a hero. Tell me, I can count on you. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Go. You should pick up the Drow Trail with ease. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist to work. Fist? Fisted. So. Aber diese Stellung gerade, die sie eingenommen hat, also die Figur, als sie gesagt hat, von wegen, ich kann auf ihm so, diese leichte Schritt nach links, guck kurz hoch, grinsen, so dieses so wegen so, das habe ich gut gemacht, oder? Hm. Du kannst mit Will reden. Ja, hab ich gerade vor. Leave it to a fist to insist on the last word. Es gibt CSI, eine, die schaut auch so aus. Das kann durchaus sein. The flaming fit. My father had connection. Wasn't much of a fighter back then. Wait, welches CSI? Die Polizeisendung im TV. Ich weiß, was CSI ist, ja. Ich habe tatsächlich CSI Miami. Oh Gott. Also außerhalb von Memes wüsste ich nicht, warum man dieses CSI freiwillig gucken würde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast jedes CSI geguckt und CSI Miami, ja, ist das schlechteste von allen. Ne? Es ist trotzdem sehr unterhaltsam, wegen der Memes. Ja, natürlich ist es unterhaltsam. Wo laufe ich denn jetzt ganz hin? Hallo? Natürlich ist es unterhaltsam. Aber ich habe dann lieber CSI New York oder halt CSI Las Vegas, nenne ich es dann einfach mal, weil das klassische CSI war ja, spielt ja in Las Vegas gespielt, geguckt. Obwohl ich ein ganz, ganz großer Fan von Navy CIS bin. Ja, die sind auch nice, die habe ich auch bei dir gesehen, also die beiden Versionen davon. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich halt bei Navy CIS tatsächlich erstmal raus bin, gerade so ein bisschen. Ich muss noch die neueren Staffeln jetzt alle gucken, weil ich raus bin, seitdem Dino so weg ist. Das war für mich einfach so ein Ding. Aber ich habe vorher schon aufgehört. Ja, yeah, da war für mich dann so der Punkt, ja, da war es für mich gegessen. Erstmal. Mhm. Der hat dann ja seine eigene Serie bekommen. Ja, genau, genau. Also nicht der Charakter, aber der Schauspieler. Ich weiß. Und aber für mich war es halt so ein Punkt, irgendwie war die Serie da für mich erstmal gelaufen. Und ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, zu schauen, ob das besser ist. Okay, die Kiste ist, das Fass ist kaputt. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund sagt... Warte mal, ich muss nochmal meinen Stab an- und ausziehen. Meine Güte, willst du jetzt bitte weiterlaufen und nicht im Feuer stehen bleiben? Aus irgendeinem Grund sagt er mir, kriege ich diese Fähigkeit nicht, Wasser erschaffen. Der Träger diesen Gegenstand erhält umwerfen und Wasser erschaffen. Dort mal K.
Nö, ist nicht vorbereitet. Ich pack's jetzt einfach mal. Wow, ich muss ihn reinziehen, damit er das vom Alter, ist das... Das ist ja umständlich. Schau das aber immer im TV. Ja, ich hab's vorher über verschiedene Anbieter geguckt, wo ich jetzt aktuell nicht mehr bin. Und ich habe jetzt aktuell keinen Anbieter, bei dem ich das noch gucken kann. Also von denen, wo ich bin. Weil so auf Netflix und sowas kriegst du das ja nicht. Ach so, ach scheiße, wieso ist das Feuer immer wieder an? Ich hab's doch gerade gelöscht. Schnauze. So. Wie gesagt, aber da kriegt man das ja nicht mehr. Also da kriegst du es ja nicht zu sehen, so bei solchen Sachen. Und ich glaube, aktuell kannst du Navy CS online nur gucken, wenn du die Staffeln kaufst. Bei Amazon Prime oder sowas. Hallo. Ochse. Die Case-File, die ich hier gefunden habe, ne? Ja. Ist folgendes. Baldur's Gate vs. Flynn Silver. Case for prosecution, Master Silver did with forethought and without malice kill William Lister and Simon Simi Trind at their home as part of an ungodly ritual to honor the dead three. Hm. Die toten drei, sehr schön. was sagt uns das jetzt? Ha. Ich weiß es nicht. Ich fand es so interessant, dass so ein Anklage da war. Der wurde übrigens hingerichtet. Ah, okay, okay. Also Fall geschlossen. Ja, genau. Der wurde verurteilt. So, mal gucken, ob ich hier mit Tieren umgehen kann als Druide. Ja, mit einer 7 schaffe ich das noch. His hide twitches, every muscle primed to bolt. He is terrified. So, Druide auftreten, Charisma überzeugen, Charisma einschüchtern, Charisma, super. Ich versuche aber mal, oh, bei dem Druiden kriege ich das, schaffe ich das? Ja, das schaffe ich mit einer 5. Manche Sätze lesen sich auch einfach falsch, ne? Der Ochse beruhigt sich und schlägt friedvoll mit seinem Schwanz. Das hier wird aber jetzt eine... Oh, die Mitte hast du schon gefunden, oder? Nee, die habe ich noch nicht gefunden. Die musst du tatsächlich noch rausholen. Ich gehe jetzt eben hier rein und der wird doch gleich wieder alles explodieren lassen. Okay, ich habe es jetzt gesammelt. Hast du gespeichert? Ja, ja. Okay. Also ich bin mir sicher, dass ich gespeichert habe. Wow, ich verkacke bei einer 7. Aber zum Glück habe ich ja noch Inspiration. He freezes, waiting on your next word. Überzeugen und einschüchtern. Okay, ich mach mal überzeugen. Ich muss eine 13 schlagen. Soll ich mich an den anschleichen und ihn umhauen? Ich hab's geschafft. Okay. Oh, Helms, orbs. I thought you were flaming fist. Well, down you go then. They'll be on us soon. So if you're looking to trade, you best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Oh, guck mal. Haben wir auch so hingekriegt. Endlich mal. Ich weiß noch, ob wir das erste Mal hier waren. Was das für eine Ladeaktion war. Mhm. So, Sehr schön. Was der Eingang ist hinter dem Schrank. Ach so, hier. Einmal nach unten. Ach, war das hier nicht mit dem Künstler? Mhm. Ah, okay. Das wird wieder ein bisschen dauern. Look at that.
glaube, der ganze Rest hier war leer. Ah, ist ein Schnellreisepunkt. Zentarim versteckt. Das ist sehr schön. Ich speichere das Ganze mal.